So, die Showanlage ist überstanden von Triss. Willkommen zurück, Leute. Jetzt gehen wir straight to Herrn Menge. Nachdem wir hier seine Konsorten auch schon ein wenig bearbeitet haben. Wie man sehen kann, geht's ihnen gut. Sie schlafen nur ein wenig. Ein wenig länger. Silber. Nee, Leinen brauche ich nicht. Was haben wir denn hier oben schönes? Silber, ja. Ja, ja, Silber kann man mal mitnehmen. Hat er ja ordentlich viel. Bärenfell würde ich mitnehmen, aber bin ich dann nicht schon wieder überlastet? Hey, ich bin noch nicht überlastet. Ist ja der Wahnsinn. Ja, gut, okay. Ansonsten gibt es hier nur Bullshit. Wir hätten den Laden hier auch einfach in die Luft jagen können, aber haben wir nicht gemacht. Guck mal, der eine hier, der hat vielleicht ein bisschen viel getrunken. Nein, weiß ich auch nicht. So, Kron hat da nicht wirklich viel. Ein Hexenjägerschwert, naja. Ist nicht so viel. Wobei, wir gucken einfach mal, wie viel so ein Hexenjägerschwert hat. Bin ich wieder überlastet? Nein, ich bin nicht überlastet. Erstaunlich. Ein Hexenjägerschwert. Mal gucken, was uns das gibt. 70 bis 86 Schaden. Nö, wollen wir nicht. Oder ist es das andere? Ne, warte mal, ist es das vielleicht gewesen? 106, ja, das ist schon besser. Ja, war wohl nichts, ne? Mit den 2 bis 3 Fingernägeln, ne? Naja, selber schuld. So, wo ist jetzt hier euer Boss? Was will der Schisshase? Warum kommt er nicht raus, hä? Ah, da ist er. Hey, Menge, was geht? Komm schon. So. Hep. Bisschen brennen. Das müssen alle gewesen sein. Das war knapp. Axi-Zeichen in einer Menschenmenge? Geralt, das konnte nicht gut gehen. Tut mir leid. Ich konnte nicht zulassen, dass sie dich foltern. Du bedeutest mir zu viel. Wir sollten das Büro durchsuchen. Vielleicht finden wir Dokumente, die etwas mit Rittersporn zu tun haben. Ich durchsuche die Leiche, du das Zimmer. Ich würde mit dem Tisch anfangen. Ich will aber auch mal gucken, was er so hat. Ein Gildorfer Schwert. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das Schwert dürfte wahrscheinlich nicht allzu schlecht sein. Naja. Es geht so. Ist jetzt nichts Besonderes, aber... So. Let's take a quick look. Okay, mit dem Hexersinn kann ich nichts erkennen. Gucken wir mal hier. Brief an Caleb Menge. Okay. Damit haben wir die Quest aktualisiert. Eine Puppe brauchen wir nicht. Buch können wir mitnehmen. Joa, das war's hier schon. Dann wollen wir jetzt mal reingucken, was da so drin steht. Brief an Caleb Menge. Caleb, ich habe neue Anweisungen zur nächsten Exekution. Wenn du bereit für ein Treffen bist, lege den heiligen Folianten in den Kasten in der Säule des Altars des ewigen Feuers im Südwesten der Scherben. Wir treffen uns am gewohnten Ort. Sag niemandem, wohin du gehst und komm allein. Verbrenne diesen Brief, wenn du ihn gelesen hast. Ja, Murlak. Tja, hat er wohl nicht gemacht, der gute Caleb. Was gefunden? Nur sein Büroschlüssel in seinen Taschen. Nichts unter seinem Gürtel. Warte, da ist etwas im Futter eingenäht. Was ist es? Der Schlüssel zu einem Tresor. Hier. Gib ihn Dijkstra mit besten Grüßen. Ich habe einen Brief gefunden, an Menge adressiert. Von jemand Wichtigem. Einem Spion, denke ich. Einem Spion? Siehst dir an. Tote Briefkästen, Geheimsignale. Er riecht stark nach Spionage. Dieser Agent könnte mehr über Rittersporn wissen. Bestimmt. Im Brief stehen die Signale für ein Treffen, aber es wird kein Treffpunkt erwähnt. Vielleicht kann Dijkstra da helfen. Der weiß alles. Alles? Das ist wohl leicht übertrieben. Da bin ich nicht sicher.
Schlüssel zu einem Gewölbe. Ohne Adresse. Warum bezweifle ich, dass Dijkstra sich darüber freuen wird? Nun, vielleicht brechen seine Schergen uns dann nicht die Beine, weil wir unseren Teil der Abmachung nicht gehalten haben. Das Glas ist also halb voll? Mit etwas Starkem, hoffe ich. Alles klar. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Lass uns gehen. Sehr gerne. Aber nicht durch den Haupteingang. Ach, warum denn nicht? Könnt doch durch den Haupteingang. Triss, nun steht doch hier nicht so doof rum. Ich will den hier vorher noch verarzten. So. Warum ist eigentlich hier noch einer gekommen? Mehr hat er nicht. Vielleicht geht das, aber ich glaube nicht. Nein, geht nicht. Wo kommen wir denn hier raus? Also hier will ich aber nicht raus. Hier kommen wir auch nicht raus. Ach komm, scheiß drauf. Wir gehen durch den Haupteingang, Mann. Wir sammeln noch ein paar Bonuspunkte. Aber vorher gucken wir uns hier noch was an. Eine kleine Igniglyphe. Nö, 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 hier gibt's sonst nichts. Ah, hier können wir vielleicht rauskommen. Natürlich nicht. Müssen wir wohl doch durch den Haupteingang, oder? Ist doch kein Problem hier, Triss. Ach, du bist so lahm, Triss. Komm, wir können uns doch noch mit ein paar Leuten hier prügeln. Gibt es noch genug Fässer, wo es hier ganz gut brennen würde? Hey, guys. Der Laden ist doch schon leer hier. Komm, wir gehen einfach durch den Haupteingang. Ist doch egal. Kommen wir nicht durch hier? Ah. Wo müssen wir hin? Gehen wir wieder da lang. Einfach mal den Schritten folgen. Wäre vielleicht mal ganz gut. Da raus? Ach nee, warte mal. Wir sollen hier raus, ja, schön, aber hier kommen wir nicht raus. Ach, von oben vielleicht, genau, gehen wir von oben. Triss, bitte durchlassen, danke. Nun? Ja, nun hier. Wie kommen wir hier wieder raus, Triss? Hey, komm, scheiß drauf. Wir suchen jetzt uns hier was, wo wir hier rauskommen. Vielleicht geht's ja da raus. Ich weiß es nicht. Kann es mir nicht vorstellen. Wo sind wir denn hier gelandet? Man findet immer wieder was Neues hier. Oh, eine zerriebene Perle. Nehmen wir mit. Ja, Silber haben die Jungs hier recht viel, muss ich sagen. Oh. Schön, schön. Gut, dass wir hier unten nochmal lang gegangen sind. Bist mal hier durch. Geht's auch nicht durch. Sag mal, Leute, wo geht's denn hier durch? Von dort kommen wir nicht rüber, das ist klar. Das dürfte logisch sein. Triss hat anscheinend auch keinen Bock, uns zu folgen. Komm, wir gehen hier rüber. Na, kommen wir hier rüber? Kommen wir nicht. Also irgendwo muss hier doch dieser Scheißausgang sein. Ich bin verwirrt, Triss. Kannst du mir nicht mal helfen?
Wir sind so blind. Mensch, da kommen wir auch nicht durch. Aha, anscheinend doch. Kann ich jetzt aufschließen. Toll. Hier trennen wir uns. Aber zuerst fackeln wir die Bude ab. Alles klar. Wir haben zu viele Spuren hinterlassen. Ja, und ich muss auch etwas Dampf ablassen. Hör mal, da ist noch was, worüber ich reden will. Aber nicht hier und bestimmt nicht jetzt. Kommst du vorbei, wenn du kurz Zeit hast? Ich wäre dir dankbar. Na schön. Wir müssen hier raus. Klar kommen wir vorbei. Ist doch wohl logisch. Ja, dann brenn mal ein bisschen hier. Mach mal. Ja, jetzt sollen wir hier einen Weg rausfinden. Wo kommen wir denn hier am besten raus? Das war schon vorhin immer die Frage. Nehmen doch einfach mal den hier, oder? Ich weiß nicht, ob das so klug wäre, hier runter zu gehen. Man könnte es mal probieren. Okay, gut, wir sind draußen. Triss will hier noch ein bisschen rumspielen. Bisschen Feuer legen. Ach so. So, jetzt sind wir wieder draußen. Du da, Herr Reuven will dich sprechen. Was will der denn? Ungeduldiger alter Bastard. Hm? Nichts. Gehen wir. Wen sehe ich da? Den Geralt von Riva. Tja, würdest du bitte aufhören, mich zu verfolgen? Das werde ich, sobald du mir erzählst, wo mein Schatz ist. Menge und ich waren nicht einer Meinung. Wie schlimm war es? Schlimm. Ich denke, das erklärt den Rauch. Mein Schatz ist nicht dort, oder? Brennt er zusammen mit den Hexenjägern? Hab ihn nirgends gesehen. Und 20 Tonnen Gold sind schwer zu übersehen. Das bedeutet, dass du mit leeren Händen zu mir gekommen bist? Erstens bist du zu mir gekommen. Zweitens habe ich etwas mitgebracht. Der Schlüssel zu einem Tresor. Hab ihn bei Menge gefunden. Ein Tresor? Warum war da kein Schlüssel drin? Du hast mir die Dinge nicht gerade leichter gemacht. Gib her. Erspar's mir. Ich will meine Belohnung. Geralt, sind alle Hexer so dreist wie du? Was meinst du damit? Du hast mich belogen. Wieder einmal. Was? Wusstest von Anfang an, wer mich beraubt hat. Du hast mir diese Information aber vorenthalten. Nein, habe ich nicht. Ich habe dir aber dabei geholfen, deinen Schatz zu finden. Hör also auf zu jammern. Ich scherze nicht, Geralt. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Damit kann ich leben. Ja, dieses Mal wirst du leben. Und nun müssen wir ein paar Dinge klären. Drohst du mir? Ganz im Gegenteil. Du hast mir geholfen, Hexer. Also hast du dir trotz allem deine Belohnung verdient. Du hast wohl noch immer nicht erfahren, was mit Rittersporn passiert ist? Nein, aber ich habe jemanden gefunden, der es wissen könnte. Ein Spion, schätze ich. Unterschreibt mit Jamulak. Ich habe einen Brief von ihm gefunden. Leider steht da nur drin, wie man ein Treffen mit ihm arrangiert, aber nicht wo. In einer Ruine in Fernig. Wenn man das Signal gibt, taucht er am gleichen Tag kurz vor Mitternacht dort auf. Ich sollte wohl nicht fragen, aber Dijkstra, wieso zur Hölle weißt du das alles? Ich lese alles aus dem Flug der Vögel. Dein Sarkasmus kann ermüdend sein, weißt du? Ich habe noch viel schlimmere Eigenschaften. Glaub mir. Und eine letzte bescheidene Bitte. Versuch nicht nochmal mich reinzulegen. Nie mehr. Können wir das versprechen, Leute? Keine Ahnung. Also wir haben jetzt Dijkstra geholfen, fand ich jetzt schon. Immerhin haben wir jetzt uns mit ein paar Leuten von seinem Feind geprügelt, beziehungsweise der sein Zeug geraubt hat. Ehrlich gesagt, verstehe ich jetzt nicht, was er will. Aber ich finde, ehrlich gesagt, er scheint so in dem Spiel wirklich eine recht ehrliche Haut zu sein. Er ist zwar wirklich, er ist so frei raus, sagen wir es mal so, ne? Aber er macht einen Eindruck, dass man sich auf ihn verlassen kann.
Und das, finde ich, ist in diesem Spiel relativ selten. The Witcher ist ja geprägt davon, dass einer den anderen immer nur verarscht und sonst irgendwas. Keine Ahnung, also finde ich sonst recht selten hier. Mit Triss bin ich auch mal gespannt, was sie von uns will. Und da gibt es ja immer noch Kira Metz. Ich weiß gar nicht mehr, ob ihr das noch alles wisst. Aber wir haben ja mit ihr auch schon eine ganz schön lange Quest gehabt, wo wir gegen beispielsweise gegen Nitra gekämpft haben und gegen Gargoyles und Golems und so weiter und Pipapo, und die sollten wir auch nochmal besuchen. Und ja, dann gibt es natürlich immer noch das Geheimnis um Rittersporn, wo der sich aufhält, und da müssen wir ja jetzt diesen heiligen Folianten da einsetzen, damit wir diesen Spion treffen da. An dem geheimnisvollen Ort in Ferneck. Also es gibt hier genug zu tun aktuell. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich jetzt als nächstes mache. Ob ich mal wieder kurz ein bisschen von der Hauptquest abweiche. Ich hätte auch mal Bock, wieder Kira Metz zu treffen. Und mit der ein paar Quests zu machen. Oder eventuell mit Triss. Dann lasst uns doch mal ganz kurz einen Blick in die Questreihe werfen. Die Nebenquests. Gucken wir mal kurz rein. Ist die Frage, wo jetzt die Quest ist mit eine Einladung von Kira Metz. Stufe 6. Das dürfte ja nicht allzu schwierig sein. Ich denke mal, ja. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr hoch auf der Agenda aktuell. Bevor wir dann einfach mal weiter mit der Hauptquest machen, weil wir haben jetzt wirklich straight wieder die Hauptquest gemacht. Und ich finde, wir können jetzt durchaus mal wieder ein bisschen was anderes machen. Einfach mal eine neue Quest machen. Und, hätte ich eigentlich jetzt kein Problem mit. Gucken wir dann einfach mal kurz nochmal auf die Weltkarte. Hier müssten wir uns mit ihm treffen. Wobei ich sagen muss, lasst uns doch als erstes mal den Spion treffen und dann treffen wir uns wieder mit Kira Metz. Ich denke mal, wir machen einmal nochmal die Hauptquest ein bisschen weiter. Und dann werden wir uns auch so langsam mal wieder ein bisschen an die Nebenquests begeben. Ein bisschen leveln tut auch mal ganz gut, Leute, ne? Also. Stimmt, da brennt sie ja noch hier. Huch. Da hat Triss ja ganze Arbeit geleistet, muss man sagen. Die haben es da definitiv warm drin. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wir arbeiten uns dann immer weiter in puncto der Hauptquest vor. Aber wie gesagt, demnächst geht es dann auch mal wieder Richtung Nebenquests. Also, bis denne, Leute. Und vergesst nicht, das Video mal zu kommentieren oder zu bewerten. Würde mich freuen.